zugrunde tun können. Vielen lieben Dank. Danke dir. Mir musst du nicht danken. Heiko, bist du mit dem Pferd schon im Kaffee, oder? Also, wir begrüßen jetzt den Heiko Bernardi seit langem mal wieder bei uns auf der Bühne. Er muss noch seinen Kaffee austrinken, aber ich denke, er ist gleich fertig. Ja, jetzt hat er es gemerkt. Willkommen, Heiko, danke, dass du da bist. Hallo, Leipzig. Hallo. Was würden diese verwirrten Kinder da hinten ohne euch anfangen? Legida gibt ihrer armseligen Existenz einen Sinn, wenigstens einmal die Woche. Darf ich mal einen Applaus? Ich grüße auch heute alle Bürger, welche wieder den Mut und die Courage aufbringen, ihren Protest auf die Straßen Leipzigs zu tragen. Bitte denkt immer daran, das Demonstrationsrecht ist ein legitimes Abwehrrecht der Bürger gegen die Staatsmacht. Wir nehmen hier und heute unser Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit wahr. Egal, ob es Herrn Jung, Frau Nagel oder der Regierung passt oder nicht. Ihr seid der Kaktus im Sitzkissen dieser verantwortungslosen Politikerkaste. Und ich danke euch ganz herzlich für euer Kommen. Auf dem Richard-Wagner-Platz, liebe Freunde, so hieß er, so heißt er und so soll er auch weiterhin heißen. Ich bin ja nun aus Thüringen und das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Die Leipziger Grünen haben sich ja mit dem Antrag, diesen geschichtsträchtigen Platz in Refugees Willkommen Platz umzubenennen, weit über Leipzig hinaus lächerlich gemacht. Nicht nur, weil sie wieder einmal ihr abstruses Problem mit der deutschen Sprache offenbart haben, ja, auch die Notwendigkeit einer derartigen sinnfreien Umtitulierung erschließt sich einem normal denkenden Menschen nicht. Aber vielleicht tun wir ihnen Unrecht und sie wollen diese mysteriösen Refugees deswegen auf diesem Platz haben, um sie geordnet wieder zurückzuführen. Das halte ich allerdings für wenig wahrscheinlich. Gut, die Grünen sind ja bekannt für die Serienproduktion von Gehirnfürzen aller Art. Lassen wir sie weiterspinnen und wenden uns den richtigen Ding zu. Ich bin stolz, heute Gast bei euch in Leipzig zu sein. Ich mag die Mentalität der Menschen hier und natürlich auch ihre beispiellose Unbeugsamkeit, die sie seit einem Jahr so eindrucksvoll unter Beweis stellen. Jeder Bürger, welcher diese Zivilcourage wie ihr heute aufbringt, verdient jeden Respekt. Denn das, was ihr auch heute wieder tut, ist etwas Mutiges. Ihr seid nicht Teil der ewig gestrigen, rot-grünen, vernagelten Betonköpfe und der ewig Schweigenden. Ihr habt beschlossen, euren Kindern und Enkeln sagen zu können, wir haben nicht untätig zugesehen, als unsere Heimat und unsere Werte in Gefahr waren. Wir haben nicht geschwiegen, als unsere Kultur und die Errungenschaften, welche wir uns Jahrhunderten erkämpft haben, unterzugehen drohten. Wir waren dabei und ich hoffe, eines Tages auch sagen zu können, wir haben gesiegt. Liebe Freunde, jede Generation von Deutschen sah sich bisher einer epochalen Veränderung der Gesellschaft ausgesetzt. Und das ist vielleicht auch genau das, was uns als Volk und auch als Nation auszeichnet. Wir haben allein innerhalb der letzten 100 Jahre eine Monarchie, eine nationalsozialistische und eine sozialistische Diktatur erlebt. Und wir wissen auch heute, wohin eine handlungsunfähige und handlungsunwillige Demokratie in Form einer Weimarer Republik geführt hat. Und
warum sie zwangsläufig scheitern musste. Und tatsächlich gibt es einige Parallelen zu der Zeit. Auch heute treiben politische Extremisten, linke Extremisten, wieder ihr Unwesen. Auch heute schreit man Menschen mit einer anderen Auffassung nieder, zündet Autos an, geht auf Polizisten los und bedroht seine politischen Gegner. Auch damals ist Deutschland wirtschaftlich ausgeblutet, weil sich die deutsche Regierung als unfähig erwiesen hatte, zumindest eine Teilrevision des Versailler Vertrages zu erreichen. Um diese Zustände wieder in Deutschland zu haben, fehlt eigentlich nur noch eine handfeste Finanzkrise und ein SPD-Kanzler. Dann ist die Weimarer Republik wieder perfekt. Und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass das gar nicht mehr so weit weg ist. Die Euro-Rettungspolitik ist ja sozusagen am Scheitern und Sigmar Gabriel von der SPD, der deutsche Bürger auch gerne mal als Pack betitelt, hat ja schon seinen Willen zur Kanzlerschaft angemeldet. Aber ich kann Ihnen sagen, Herr Gabriel, ich kann Ihnen mit ruhigem Gewissen sagen, Sie werden nicht Kanzler werden. Sie werden nicht Kanzler werden, denn dazu fehlen Ihnen einige Dinge, nämlich Format, Anstand und staatsmännischer Weitblick. Und wer diese Eigenschaften vermissen, gut, er ist einfach nicht würdig für dieses verantwortungsvolle Amt. Also vergessen Sie das wieder mal ganz schnell, Herr Gabriel. Und wenn wir schon bei unverdienten Ämtern sind, dann kann ich auch gleich zum Kern des Übels kommen. Angela Merkel! Ja! Die Frau Bundeskanzlerin, welche sich darin gefällt, sich wie ein Diktator über geltendes Recht hinwegzusetzen. Mittlerweile sind über 400 Strafanzeigen gegen Frau Merkel beim Generalbundesstaatsanwalt eingegangen. Und unter anderem wegen Hochverrat, Schlepperei und Verstoß gegen das Ausländeraufenthaltsgesetz. Und mal ganz ehrlich, wie oft bringt die Geschichte eine derartige Heilsbringerin für ihr Volk denn schon hervor? Das passiert wahrlich nicht oft. Das muss nämlich ein vereidigtes Regierungsoberhaupt erstmal bringen. Dann wird er geleistete Amtszeit, nämlich Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten, schlichtweg gebrochen. Da wird das Grundgesetz mit Füßen getreten. Aber warum sollte sich denn die Sonnenkönigin Angela Merkel denn an geltende Paragraphen halten? Die Bundeskanzlerin betonte letztens, wer die Flüchtlingsströme eindämmen will, der muss die Fluchtursachen bekämpfen. Und das bedeutet mehr Klimaschutz. Na, ich wüsste selber nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber ich sage, Frau Merkel, wenn Sie wirklich etwas für den Klimaschutz tun wollen, dann halten Sie endlich mal die Luft an! Merkel muss weg! 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 Das Hauptargument der Befürworter dieser regelrechten Invasion und was dem deutschen Michel auch täglich aufs Brot geschmiert wird, das ist ja der Spruch, jeder Mensch hat das Anrecht auf Asyl in Deutschland. Und genau eben das ist eine unverschämte Lüge. Denn was Angela Merkel und die Medien unterschlagen, ist § 16a Absatz 2 des Grundgesetzes. Auf dieses Recht kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist. Und Deutschland ist ausschließlich von sicheren Drittstaaten umgeben. Und wer unter Bruch nationaler und europäischer Gesetze zigmal die Grenzen europäischer Staaten verletzt, nämlich bei der Ausreise und bei der Weiterreise, hat dieses Recht nun einmal verloren. Und wenn unsere Gesetze 100.000-fach missachtet werden, wird daraus noch lange keine Legalität.
jemand in Deutschland Asyl beantragen möchte, dann kann er das in jedem Außenstaat der EU tun. Er kann das auch in der Türkei tun, in Eritrea oder in Tunesien. Und wenn jemand vor Kriegshandlungen flüchten muss, dann ist diese Flucht im ersten sicheren Staat beendet. Richtig! Und die Staatengemeinschaft hat dann zu entscheiden und zu prüfen, welches Land wen, wie viele und wie lange aufnehmen kann. Richtig! Auch sieht unser Grundgesetz nur für politisch und religiös Verfolgte ein Anrecht auf Asyl vor. Und das ist gerade mal 1%, und 1% von 1 Million sind gerade mal 10.000. Also das wäre eine Zahl, mit der wir leben könnten. Liebe Freunde, der Bogen ist mittlerweile mehr als überspannt. Deutsches Recht und Gesetz werden auf ganz breiter Linie von der Bundeskanzlerin und der Regierung außer Kraft gesetzt. Und wenn die Regierung eines Staates, in diesem Fall die deutsche Bundesregierung, geltendes Recht missachtet, dann haben wir keinen Rechtsstaat mehr, sondern einen Unrechtsstaat. Und wenn eine Regierung die ureigensten Interessen ihres Volkes missachtet, dann hat sie ihr Vertretungsrecht endgültig verspielt. Längst verabschiedet haben. Das, was hier passiert, das ist ein Putsch am Volk, und das muss man auch ganz klar so sagen. Und genau für diesen Fall gibt uns Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes das gesetzliche Recht zum Widerstand. Widerstand! 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 Genau so ist es. Gegen jeden, der es unternimmt, unsere Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Und dieser Fall ist jetzt eingetreten. Genau. Und liebe Freunde, die Väter des Grundgesetzes haben in weiser Voraussicht ausdrücklich offen gelassen, in welcher Form dieser Widerstand geführt werden soll. Das heißt, jeder Widerstand muss dem Rechtsbruch der Regierung angemessen sein. Die mutigen Aktivisten in Einsiedel zeigen genau die Form des Widerstandes, welche dort angemessen ist. Wenn sie dort die Zufahrtswege blockieren, ergreifen sie genau die Maßnahmen, welche nötig sind, den illegalen Eingereisten dort einzuquartieren. Denn diese Menschen hätten schon an der Staatsgrenze abgewiesen werden müssen. Die Regierung versucht, diese strafbaren Grenzübertritte zu legalisieren, und das ist rechtswidrig. Deshalb möchte ich es noch einmal ganz klar sagen. Herzlichen Dank an alle, welche am Widerstand in Einsiedeln mitwirken oder mitgewirkt haben. Das verdient allergrößte Hochachtung. Und ihr habt jede Menge Solidarität weit über die Grenzen Sachsens hinaus und natürlich auch aus Leipzig. Herzlichen Dank. Wir alle müssen uns im Klaren sein, dass das Grundgesetz hinter uns steht. Denn es wurde geschrieben von Männern und Frauen, welche Deutschland seinerzeit unmittelbar vor der Vernichtung gesehen haben. Und deshalb wurden einige Schutzmechanismen eben zum Schutze des deutschen Volkes und seiner nationalen und kulturellen Identität in dieses Grundgesetz mit eingefügt. Dumm ist es nur, wenn die eigene Regierung versucht, diese Schutzmechanismen zu negieren
bzw. außer Kraft zu setzen. Liebe Leipziger, ich kann mich noch gut daran erinnern, als in den 90er Jahren Chinas Regierung die massive Ansiedlung von chinesischen Bürgern nach Tibet beschlossen hatte. Ein Riesenaufschrei ging durch die politische Landschaft in Deutschland. Das sei ein Skandal, das sei ein Angriff auf die kulturelle Identität des tibetischen Volkes. Die größten Schreihälse waren damals die Grünen und die Linken. Genau nämlich diejenigen, die jetzt die deutsche Kultur und die deutsche Identität beschädigen wollen. Pfui Teufel! Ja, und ihr seht, diese Menschen, die messen mit zweierlei Maß. Tibetische Kultur ist offenbar erhaltungswürdiger als deutsche Kultur oder europäische Kultur. Und damit stehen sie auch nicht alleine in Europa. Dieser antikulturelle Feldzug richtet sich gegen alle Völker Europas. Es gibt europäische Länder, welche bereits weitaus mehr Schaden erlitten haben als Deutschland, weil dort linke Regierungen schon seit Jahrzehnten ihr Unwesen treiben. Schweden ist nur ein einziges bemitleidenswertes Beispiel. Schweden steht heute in der Vergewaltigungsstatistik weltweit auf Platz 1. Und die Täter sind laut den schwedischen Medien quasi zu 100% muslimische Einwanderer. In der belgischen Stadt Antwerpen gibt es Ausgangssperren, weil Männer aus muslimischen Vierteln regelmäßig Jagd auf Belgier in belgischen Wohnvierteln machen. Auf unserem kleinen Kontinent leben mehr als 40 angestammte, unterschiedliche Völker mit ihren eigenen Sprachen, eigener Schrift und ihrer eigenen Kultur. Europa ist wahrlich bunt genug. Genau. Kein anderer Kontinent verfügt über eine derartig natürliche kulturelle Vielfalt. Und da müssen wir uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Linksideologen erzählen lassen, wie bunt wir noch werden müssen. Schaut auf die Landkarte. Europa ist winzig auf dem Globus. Und Deutschland ist nicht mehr als eine Erbse auf diesem großen Ball. Und in diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch einmal erwähnenswert, dass China die Ein-Kind-Regelung gelockert hat, welche sie einst wegen seiner Bevölkerungsexplosion eingeführt hatte. Das Erstaunliche ist, dass China eine Bevölkerungsdichte von 143 Einwohnern pro Quadratkilometer hat. Deutschland hat eine Dichte von 227 Einwohnern pro Quadratkilometer, also fast 60% mehr als China. Und das Paradoxe ist, ja, dass man die illegale Zuwanderung von Millionen Menschen unter anderem uns damit verkaufen will, dass in Deutschland zu wenig Kinder geboren würden. Ich sage, Deutschland leidet weniger an sinkenden Geburtenraten, sondern vielmehr an unfähigen Politikern, die uns alle einen Haufen Geld kosten, aber nicht die Arbeit tun, für die sie bezahlt werden. In anderen Ländern funktioniert das ja auch, das sehen wir an der Schweiz. Und was vielen Menschen große Sorgen macht, das ist die Tatsache, dass der Großteil der Immigranten einer Religion angehört, welche mit unserer Kultur und unseren Gesetzlichkeiten nicht vereinbar ist. Die Realität hat gezeigt, dass die Integration von Muslimen ab einer bestimmten Quantität nicht mehr funktioniert. Das sind keine kleinen Akif Prinzis mehr oder Imad Karims, sondern Muslime, welche unsere Kultur vollständig ablehnen, sich in Parallelgesellschaften organisieren und stellenweise bereits vollkommen radikalisiert sind. Und jetzt mal allen Ernstes, ist die arabische Welt bunt? Also für mich nicht. Für mich ist das ein grauer Fleck auf diesem Planeten, der genau das Gegenteil von dem verkörpert, was wir in Europa erreicht haben. Die Freiheit des Geistes, des Wortes und die Gleichstellung von Mann und Frau.
Und daran, und das mag sich jeder Muller hinter die Ohren schreiben, lassen wir in Deutschland nicht rütteln. Wer im Mittelalter leben möchte, der soll gefälligst dorthin gehen, wo das Mittelalter noch zu Hause ist. Wer an den Grundfesten unserer Freiheit rüttelt, der soll wissen, dass in unserem Land keine Tag länger mehr willkommen ist. Das ist immer noch Deutschland und wer hierher kommt, der hat sich unseren Regeln anzupassen, hat unsere Kultur zu respektieren und die Würde unserer Frau zu achten. Hier gelten unsere Gesetze und nicht die Scharia. Und wer sich dem nicht fügen will, dem spenden wir gerne einmal neue Schuhe. Am besten sieben Beinstiefel, damit er ganz schnell wieder zurück in seine eigene Heimat kommt. Abschieben! 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 Liebe Freunde, Merkel und ihre Handlanger haben dem deutschen Volk größten Schaden zugefügt. Damit meine ich nicht nur den unermesslichen finanziellen Schaden, der mit dieser Immigrantenflut einhergeht und uns noch auf Jahrzehnte belasten wird. Damit meine ich auch den gewaltigen immateriellen und demografischen Schaden an der deutschen Bevölkerung, welche sich zunehmend bedroht fühlt. Menschen, welche abends die Innenstädte meiden, Frauen und ältere Mitbürger, welche sich nachts nicht mehr ohne Begleitung auf die Straße trauen, Kinder, welche man nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen kann, Angestellte im Einzelhandel, welche abends nur unter Polizeischutz ihren Laden abschließen und sicher zu ihrem Auto eskortiert werden können. Damit meine ich die vielen Menschen, welche bereits Opfer von Diebstählen, Einbrüchen, Belästigungen geworden sind, deren Eigentum beschädigt wurde, ohne dass sie eine Entschädigung erwarten dürfen, oder welche gar Opfer von Gewalttaten geworden sind. Der massive Rechtsbruch am Grundgesetz und am Ausländergesetz, am Schengen-Abkommen und am Dublin-Abkommen mit all seinen katastrophalen Auswirkungen für Deutschland und Europa, den sich Frau Merkel offensichtlich zuschreiben muss, darf nicht ungesühnt bleiben. Das ist nicht mehr mit einem einfachen Rücktritt getan. Diese vielen Strafanzeigen müssen auch ernsthaft geprüft werden, denn die Straftaten, die Frau Merkel vorgeworfen werden, sind schwerwiegende Offizialdelikte und müssen verfolgt werden. Diese Bundeskanzlerin gehört ihres Amtes enthoben, ihre Immunität muss entzogen werden und sie gehört vor ein ordentliches Gericht gestellt. Merkel muss weg! 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 Liebe Freunde, es ist an der Zeit, dass wir mit allem Nachdruck und auch mit aller Unnachgiebigkeit unseren Rechtsstaat wieder einfordern. Wir holen uns unser Land zurück. Wir holen uns das Deutschland zurück, in dem wir leben wollen. Wir fordern ein Deutschland, in dem unsere Kinder und unsere Enkelkinder in Frieden und Geborgenheit aufwachsen können und sich entfalten können. Wir fordern die sofortige Sicherung unserer Staatsgrenze, insbesondere zu Österreich. Und da braucht man keine kruden Vergleiche zur DDR-Grenze zu ziehen, weil dieser Vergleich ist nicht standhaft. Auch Spanien besitzt massive Grenzanlagen, ohne die ihr Land bereits im Chaos versunken wäre. Wir fordern die Errichtung von geschlossenen Flüchtlingslagern, wo diese Menschen humanitär versorgt werden können und wo vor Ort über dessen Weiterbehandlung entschieden werden kann. Aber, und damit möchte ich zum Schluss kommen, es ist absolut notwendig, dass sich die vielen verschiedenen Bürgerbewegungen und anderen progressiven Kräfte nicht gegeneinander ausspielen lassen. Denn
denn genau das ist eine neue Strategie unserer Gegner. Bei allen Meinungsverschiedenheiten haben doch alle ein gemeinsames Ziel, und das ist der Erhalt unseres Vaterlandes und unserer Werte. Deutschland befindet sich in einer Notsituation, und deswegen brauchen wir einen neuen Burgfrieden. Der Olle Wilhelm, der hat einst gesagt, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. In diesem Sinne, ich danke euch. Ja. Stimme schon fast weg gegen Ende. Wollen wir uns einfach mal herzlich bedanken für die klaren, deutlichen Worte.